Einen wunderschönen guten Abend allerseits und die allerherzlichsten Grüße von Ihrem zukünftigen Bürgermeister. Ja, wo bleibt er denn? So geht's ja nun nicht. Das ist eine sehr berechtigte Frage, aber ich kann Ihnen mal sagen, André Konopka trifft sich zurzeit mit einer sehr wichtigen Delegation aus Norddeutschland, die im Begriff ist, hier in Bichelheim, in unser schönes Bichelheim zu investieren. Die Schaffung neuer Arbeitsplätze, Wachstum und Wohlstand für alle. Das liegt ihm am Herzen. Für Sie, liebe Bichelheimer. Und obwohl André Konopka noch nicht einmal gewählt ist und bestimmt jetzt lieber hier wäre, zeigt André Konopka bereits, dass sein Wahlprogramm kein leeres Versprechen ist.